Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von der Decals Challenge. Und unsere liebe Elinor ist gerade dabei, ein Bild zu zeichnen, da wir ein bisschen Geld ansparen müssen wegen der Rechnungen, die laufend reinkommen. Und Jack ist noch im Garten. Oh, und wir haben noch Besuch von Mary Beth. Oh, die ist aber sehr kokett gerade. Und Elinor lässt sich davon nicht aufhalten und malt weiter. Jack, du bist jetzt betten. Nein, 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 noch nicht, mein Lieber. Es ist zwar schon Abend, der Haushalt müsste gemacht sein. Oh, was sind das denn für riesige Kürbisse? Kannst du die ernten? Weil dann können wir morgen in die Stadt fahren, also ins Dorf besser gesagt, dass wir mal das alles verkaufen können. Er will mit Elinor plaudern. Das kannst du machen. Jetzt habt ihr ja Feierabend. Dann kannst du mit dir noch kurz plaudern und dann werdet ihr wohl auch langsam ins Bett rennen müssen. Oh, wieso bist du nur Level 7, Elinor? Kannst du etwa schon malen? Sie und sie hätte ich ja noch mit Mary Beth und Jack will auch mitmachen. Gut, seine Sozialleiste ist auch etwas runter. Muchi Pichi, wie geht's dir den Damen heute? Oh, Mary Beth muss gehen. Oh, Gefühle halten. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich sehr. Ich glaube, wir sehen uns da doch jetzt näher als je zuvor. Oh, die beiden. Naja, Jack ist zwar todmüde, aber ich wollte so langsam auch ein bisschen anstupsen, dass wir in der Challenge vorankommen. Und natürlich ist das Hauptziel von der ersten Generation eine zweite Generation zu schaffen. Also wird sie jetzt einfach mal fragen, ob sie Single ist? Nee, du kannst gleich ins Bett. Die eine Frage überlebst du noch, Jake. Frag sie doch einfach mal, weil die beiden haben so viel Zeit miteinander verbracht, haben schon schlechte Zeiten und gute Zeiten erlebt und sie bedeuten sich gegenseitig halt wirklich sehr viel. Da fragt du sie jetzt einfach mal, ob sie denn schon einen Mann ins Auge gefasst hat oder eine Frau. Und sie hat gesagt, nein, gerade gibt es in meinem Leben niemand Besonderen. Ja, Jake ist zwar immer noch todmüde und wir gehen gleich ins Bett und beenden den Tag vorher. Und er wird dann sagen, dass er sehr Interesse an ihr hat und sie einfach toll findet und sich angezogen fühlt. Wow, wir haben Romantikfähigkeit erworben. Sie haben wenig Erfahrung. Ja, das stimmt irgendwie auch. Ja, Jack, jetzt darfst du ins Bett. Ja, und dann hat Elinor gesagt, heute ist es schon spät und Jack hat auch gesagt, oh ja, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Und dann haben sie halt beschlossen, dass sie sich morgen nochmal genauer darüber unterhalten wollen. Kommst du hier mal voran mit deinem Bild, Elinor? Du machst hier schon ewig rum. Oder vielleicht verwerfen wir das mal? Mal sehen, ob es jetzt funktioniert, ob man was sieht. Ja, jetzt funktioniert es. Okay, war wohl ein Bug vorhin. Sie macht noch das eine Bild und dann wird sie natürlich auch in die Haie gehen. So, es ist der nächste Morgen. Jack ist schon sehr früh aufgewacht. Er hat sich fast ausgeschlafen. Er muss sich natürlich dann auch noch mit Elinor zusammen um den Haushalt kümmern. Aber er macht erstmal Frühstück. Katze mit den Tieren aus. Muffin hat Hunger, aber du hast hier ja was zu essen, mein Lieber. Die Katze hat keinen Hunger. Was machst du denn da? Faulenzen. Okay, kannst du machen. Aha. Macht leckere Pilzsuppe zum Frühstück. Naja, für mich nicht lecker, aber für Jake. Ah. Level 10 der Kochfähigkeit. Sehr gut. Dann wird Elinor auch mal ein Gericht nehmen. Jack lässt es sich schon mal schmecken. Oh, Jack hat gegessen und geht schon wieder. Und vielleicht magst du dich nochmal hinsetzen, Jack. So. Und Elinor ist heute sehr mutig und fragt Jack einfach mal unverblümt direkt um eine Verabredung. Und er hat ja gesagt. War ja klar. Kam ja auch von ihm. So, die beiden haben natürlich ihre Stoffschirme gezückt. Wir sind hier auf einem sehr schönen Grundstück, was ich aus der Galerie runtergeladen habe. Hab's nur noch entsprechend angepasst, dass hier möglichst keine Elektronik mehr rumsteht. Das Grundstück steht in der Nachbarschaft Moonwood Mill. Elinor hat gesagt, schau mal Jack, ich kenne da ein sehr schönes Örtchen, lass uns dahin gehen. Aber sie wussten natürlich nicht, dass das Wetter nicht so schön sein würde. Naja, aber die beiden sollten ja auch nicht so was so scheu sein. So, hier gibt es auch eine Bar, aber es ist eigentlich noch morgen. Die Stände machen gerade erst auf. Naja, aber man kann sonst nirgends sitzen. Ja, dann setzt euch einfach mal dorthin. Könnt ihr sich auch mal in Ruhe unterhalten. So. So, dann sollen wir mit der Verabredung witzeln und natürlich flirten und allgemein Kontakte pflegen. Oh, Jack stinkt. Naja, es regnet, da fällt es ja auch nicht so auf. Und sie kann ihm mal eine fesselnde Geschichte erzählen. Was machst denn du hinter der Theke, Elinor? Sie redet mit Jack, aber irgendwie sieht das komisch aus. Oh, ist der Barkeeper ein Werwolf? Das ist natürlich sehr gut möglich. Die haben auch eine schlechte Beziehung. Oh, sie ekelt sich vor ihm. Ja, wollt ihr mal Essen vielleicht bestellen? Brezel. Und wir können ja auch mal ein Getränk für die beiden bestellen. Was trinken wir denn? Wir nehmen mal ein Zack und weg.
Für alle beide. Ist ja auch schön, dass ihr hier nicht zusammensitzt. Jake, was machst du? Achso, Eleanor will an den Tisch. Jake, setzt du dich hier? Nein! Geh weg. Wir haben hier ein Date, wir wollen alleine sein. So, setz dich hin, Jake. Ist ja auch voll normal, dass ihr euch so unterhaltet. Jake, willst du dich nicht hinsetzen? Nein. Zusammensitzen? Geht das? Irgendwie nicht. Was treibt ihr denn jetzt, ihr beiden? Okay, dann steht halt. Ist für mich absolut kein Problem. Dann kannst du ihr mal ein Kompliment zu Eleanor machen. Das kommt aber sehr gut an, oder? Und ein wenig Süßholz raspeln. Jack ist ja sehr charmant. Jetzt wollt ihr wieder an der Bar sitzen. Okay. Könnt ihr euch irgendwo vielleicht zu zweit hinsetzen, wo nicht so viele Leute? Hier ist doch schön. Wollt ihr euch dort mal hinsetzen, ihr beiden? Okay, Jack steht mal einfach so hinter der Bar. Irgendwie wollen die nicht dorthin gehen. Ich mach mal zusammen hier hingehen. Zusammen sitzen? Da, jetzt. Jetzt könnt ihr hier sitzen. Ja, Jack, ich weiß, du kannst zu Hause dann duschen gehen. Oh, süße Nichtigkeit flüstern. Kannst du mal machen? Wir müssen auch noch lustige Sachen machen. Witz über Enten erzählen. Oh, ihr beiden. Klopfwitz. Oh, er kitzelt sie einfach mal. Na, da musst du aber noch ein... Oh, ne, Witze haben wir fertig. Verabredung, Küssen und tiefgründige Gespräche. Wo haben wir denn die tiefgründigen Gespräche? Da war es gerade. Tiefgründige Unterhaltung. Oh, hier bald ein Hund. Fidgetsoto, hallo. Du bist aber niedlich. Was macht ihr jetzt? Ach so. Oh, sie hat gemerkt, dass er nicht so gut riecht. Oh, da war ein Werwolf. Okay. Oh, der Eleanor ist sehr kokett geworden. Oh, die Frau schimpft mit dem armen Hund. Ist das vielleicht ihr Hund? Oder auch nicht? Jake, wo gehst du denn hin? Oh, die Dame will mit uns reden. Jake muss vielleicht mal aufs Klo. Er geht direkt zum Werwolf. Oder an ihm vorbei. Ach so, Hände waschen. Ah, warte, wir können das doch so lösen, Jake. Du bist doch Magier. Er macht jetzt blitzblank auf sich. Dieser Ort hier ist sowieso speziell. Hier treffen sich viele okkulte Typen. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn er hier Magie in der Öffentlichkeit verwendet. Er macht das mal eben und geht dann wieder zu Eleanor. Und Eleanor unterhält sich hier mit dieser Dame, mit Melissa. Oh, das Romantikfestival. Aber da dürfen wir nicht hin. Vielleicht magst du ihm hier mal ein Küsschen geben, Eleanor? Die haben auch mal einen freien Tag verdient, oder? Na? Oh. Und wir werden ihn mal bitten, der Freund zu sein. Oh, er hat ja gesagt. Und jetzt freuen sie sich. Jack ist auch nämlich hin und weg von ihr, hä? Er hat so gemerkt, dass er findet, dass sie halt sehr anziehend ist und sie ist ihm vor allem auch extrem wichtig geworden. Ui. Und das zeigt er jetzt natürlich auch. Dann kann sie ja mal Zuneigung ausdrücken. Oh, der ist voll ausgerutscht. Der Werwolf steht hier einfach so rum und genießt die Natur. Oh, eine Rose. Und nochmal hingefallen in der gleichen Pfütze. Irgendwie reden beide gleichzeitig. Oh, jetzt geht der Werwolf. Tschüss, Werwolf. Die beiden hatten auch überhaupt keine Angst vor ihm. Es ist auch schon wieder Abend. Es geht immer so schnell bei Sims. Vielleicht wolltet ihr das mal anzünden, das Lagerfeuer. Oh, da will eine Dame mit uns plaudern. Es ist Single Nacht. Na, wir sind seit heute kein Single mehr. Oh, da ist noch jemand. Oh, wie sieht das jetzt aus? Anzünden. So. Oh, grillen. Würstchen. Jetzt ist es auch endlich aufgehört zu regnen. Da ist einfach einer, der mit uns redet. Und Jack wird dir mal ein wenig den Tag verschönern. Oh, ihr müsst hier ein Holzscheit hinzufügen. Wolltet ihr auch nicht grillen, ihr beiden? Oh, die beiden haben sich aber auch gerade lange in die Augen gesehen. Ah, jetzt. Oh, ich habe auch Hunger. Magst du mal ein Holzscheit hinzufügen, Jack? Jetzt. Perfekt. Liebe in Öffentlichkeit gestehen. Mach das mal, Eleanor. Ich weiß nicht, wie das aussieht bei dir. Oh. Habt ihr denn Würstchen jetzt im Inventar? Irgendwie ist doch die Aktion nicht abgeschlossen. Oh. Irgendwie können sie nicht grillen und reden gleichzeitig. Oh, wie sie sich anschauen und das Essen nebenbei grillen. Die lassen sich ja gar nicht mehr aus den Augen. Ah, jetzt ist es fertig. Okay, also ein Würstchen ist wohl ein Hotdog geworden. Wir stellen uns einfach vor, dass es nur ein Würstchen ist mit Brot vielleicht, was sie sich bei der Bar geholt haben. Die beiden scheinen sich auch gut zu verstehen. Ehren wird der Lebensziele erwähnen. Zuneigung ausdrücken, das ist auch schön. Wollt ihr nicht essen?
Oh, hört ihr es da? Heute Werwolf. Jack will wohl nicht essen? Ah, jetzt Jack. Sehr schön. Ja, dann kannst du doch mit ihr... Wonach brauchst du sie nicht einladen? Kannst du ihr da mal anflirten? Was macht ihr denn hier beim Klo? Oh, Jack ist langsam müde. Wir gehen gleich heim, ihr zwei. Wenn ihr euch hier vor dem Klo unterhalten wollt, könnt ihr das ja machen. Oh, wie schön. Ui, flirtet sie uns an. Plaudern, was macht ihr? Techtelmechtel? Echt? Wo wollt ihr denn jetzt hingehen? Verfolgen sie mal? Okay, wir machen hier wohl eine Weltreise. Also, ich weiß ja nicht, wo ihr beiden hin wollt, aber wenn das so weitergeht, kippt Jack gleich um, weil ihr erstmal 3 Stunden dahin lauft. Oh. Okay. Okay, in einem Busch. Und für Eleanor ist es ja auch das erste Mal. Naja, wieso in einem Busch, wenn euch das gefällt, in dem Busch drin? Ah ja, wir haben noch keine Verhütung. Oh nein! Ich wollte es jetzt auch nicht abbrechen, wenn ich schon mal selber ein bisschen was machen wollte. Oh, Eleanor, steindreckig. Ja, geht nach Hause, bitte. So, und die beiden sind todmüde, dann werde ich die mal ins Bett drin schicken. Oh, Jack will auch zu ihr ins Bett. Okay, und in den Garten kümmern wir uns dann morgen wieder. Was machst du, Eleanor? Ach so, du hast deine Tage bekommen. Okay, also wenn sie ihre Tage gekriegt hat, ist ja wahrscheinlich nichts passiert, hoffe ich jetzt einfach mal. Ja klar, wir wollen die zweite Generation schon bald haben, aber heute wollte ich damit eigentlich noch nicht so schnell anfangen, sondern die nächsten 1-2 Folgen erst. Okay, dann schlaft ihr hier zusammen im gleichen Bett. Jackie hat sich schon mal hier reingelegt. Na, warum nicht? Wenn ihr jetzt zusammen seid, könnt ihr das machen. Und gute Nacht, ihr beiden. Oh, Jack ist aufgewacht, weil er einen komischen Traum hatte und geht jetzt erstmal jetten. Obwohl er noch ganz müde ist und Eleanor war schon duschen und geht jetzt aber wieder ins Bett. Na, dann mach das, Jack, aber es wäre schon gut, wenn du dich nachher nochmal hinlegst. Stört dich dieses Zeug hier. Aber dann, wenn du schon mal hier bist, Jack, kannst du doch gleich mal den Stall hier wieder zaubern. Und diesen Stall hier am besten auch. Und diesen Stall hier auch gleich. Oh, Jude, ich habe gehört, dass du dich mit Eleanor triffst. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Freundin. Ja, danke schön. Du kannst auch gleich mal die Hühner füttern und die Eier sammeln, Jack. Wir müssen ja auch wieder was essen heute. So, können wir denn hier jetzt was Schönes kochen? Kürbiseintopf. Okay. Oh, warte, du musst das nicht machen. Die Pilzsuppe ist auf magische Weise nicht verdorben. Dann könnt ihr das mal essen. Vielleicht wollen wir nicht da waren den ganzen Tag. Vielleicht verdirbt es nur, wenn man auch auf dem Grundstück spielt. Die Teller von gestern stehen sogar noch hier. Na, wollt ihr euch auch mal hier unterhalten? Oh, Eleanor ist traurig. Wieso? Mir tat es leid, weil Jack sich schlecht fühlt. Ach, der fühlt sich doch nur schlecht, weil er komisch geträumt hat, Eleanor. Oh, um Rat bitten. Ja, dann mach das. Über seltsamen Traum beschweren. Und dann mach das mal. Vielleicht fühlst du dich dann besser. Ja, jetzt fühlt er sich tatsächlich besser. Versuchen aufzumuntern. Oh, beste Freunde könnt ihr auch werden. Und die emotionale Last könnt ihr auch mal teilen. Oh. Ui, achso, die Last ist, kann nicht geteilt werden, weil sie wieder weg ist. Ist doch schön, wenn sie wieder besser geht. Du kannst sie noch umarmen. So, und dann geh du mal schlafen, Jack. Willst du wieder in Eleanors Bett schlafen, oder? Ja. Wir können es ja auch gleich mal zuweisen. Wenn die schon zusammen sind, dann kann Jack ja auch dort schlafen. Jack hat gekocht, dann kümmert sich Eleanor jetzt ein bisschen um den Haushalt. Und hier ist ein Besucher. Naja, wir können uns ja auch mal vorstellen, oder? Freundlich vorstellen. Wir gehen gleich den Müll rausbringen. Sie hat an die Rassel gedacht. Oh nein, ihr beiden. Naja, ist nicht ganz so tragisch, aber ich hätte gern beim nächsten Mal erst ein Baby gemacht. Wollte nur mal die Romantik schon mal in Gang bringen heute. Na, dann scher du das Lama noch. So, Eleanor, du kannst ja mal, hier ist nämlich gerade Meribeth wieder, die kannst du ja mal einladen. Und dann müssen wir Muffin mal baden. So, dann baden wir jetzt mal Muffin. Wird ja auch Zeit. So, jetzt schön gebadet, Muffin. Und Jack will gleich Pumpkin knuddeln. Er war nur schnell Wasser sammeln. Um die Tiere haben wir uns auch gekümmert. Oh, und wir müssen aber auch wieder Sachen pflanzen. Und Eleanor kocht schon mal das Abendessen. Oh, du musst auf Toilette. Dann geh, Eleanor. Und müde bist du auch. Dann geh erstmal auf die Toilette. Ein Hühnchen stirbt.
Ciao, Hühnchen. Ja. Du bist müde. Ja, du willst du nicht noch Abendessen, Eleanor? Du hast ja so schön gekocht. Ist doch wenigstens noch schnell. Und danach kannst du ins Bett gehen. So, Jack, hast du die Sachen gepflanzt? Wunderbar. Dann gieße bitte noch alle. Und dann isst du bitte auch einmal das Abendessen. Jack geht jetzt auch ins Bett. Dann lassen wir mal dieses junge Paar, das vermutlich so Elton wird, mal in Ruhe schlafen. Aber wir schauen erst beim nächsten Mal nach, ob sie tatsächlich schwanger ist. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!